dann Rekrut Bengu. Wie der Name schon sagt, die Unterstützungseinheit hilft den Trupps auf nicht materiellem Weg. Sie ist eine wichtige Hilfe für alle in ihrer Nähe. Jetzt haben wir auch noch einen Unterstützer, der eine Rauchgranate abwehren kann. Kann einmal pro Einsatz eine Rauchgranate werfen. Der Rauch gibt allen Einheiten plus 20 Verteidigung, nicht nur Verbündeten. Und hält auch während der gegnerischen Runde an. Aha, das ist natürlich auch praktisch. Ja, da haben wir... Was hatten wir vorhin schon für eine Einheit? Den Sturm haben wir jetzt noch hier. Unsere Scharfschützen sind darauf spezialisiert, größtmöglichen Schaden aus der Distanz anzurichten. Ohne ausreichendes Training sind sie in Nahkampfsituationen jedoch verwundbar. Na, das ist doch super. Präzisionsschuss, ein Schuss mit einer plus 30%igen Chance auf kritische Treffer und Bonusschaden bei kritischen Treffern basierend auf der Technikstufe des Präzisionsgewehrs. 2 Runden abklingt sein, das ist doch super. Wunderbar, mein Scharfschützen, ein Unterstützer und der Sturm ist ja gerade noch auch verletzt und wühlt sich aus. Artefakte geborgen, plus, ne, 3x Sektorenleiche, Sektoidenleiche, Sektoren, ja. Und 3x dünner Mannleiche. 6x Waffenfragment. Super. Ration violetter Motor. Ratsübertragung. Gut, dass sie rechtzeitig eingetroffen sind. Ich glaube nicht, dass sie noch lange durchgehalten hätte. Gut gemacht, Commander. 135 Credits oder Dollar, Panik verringert und 5 Wissenschaftler. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Ja, solltet ihr auch tun, denn ich rette hier die Welt. Oder wir. So, gucken wir doch mal. Hallo. Wie sieht's denn aktuell in der Forschung aus? Forschung, Konzerne. Ich kann wieder nur ins Lagezentrum, tut mir leid. Commander, gute Neuigkeiten. Der Rat hat einen Satelliten spendiert. Oh, unser derzeitiges Satellitenkontrollzentrum kann bis zu 2 Satelliten unterstützen. Wir sollten den neuen sofort starten. Ja, machen wir das doch. So. Keenard. Schon hohes Paniklevel auf Stufe 3 mittlerweile. Wir haben einen Satelliten bisher in Deutschland. Satellit vorhanden. Bonus Expertenwissen. Ach, das ist das vom Anfang. Ah, da wir in Europa gestartet sind. Aha, aha. Wenn wir in Europa 4 Satelliten haben, gibt es das Expertenwissen oder gibt es, wenn man da die Basis hat? Ich glaube, den hat man, wenn man 4 Satelliten hat. Außerdem gibt es halt jeweils noch Wissenschaftler in... Also Europa ist ja Deutschland, Frankreich, Russland und Großbritannien. Die 4 Gebiete gibt es da. Kann man überall Satelliten hochschicken. Und es gibt dann Boni. In Asien gibt es China, Japan, Indien. Australien gehört zu Asien. Aha, aha, interessant. Naja, auf jeden Fall ist China... Schicken wir mal lieber in China einen Satelliten hoch, auch wenn das jetzt aktuell nicht zu unser... Ich würde halt gerne hier so die Europa, weil es gibt halt einen hübschen Bonus, ne? Allerdings, das wird auch nur... Gibt auch nicht mal das Doppelte, wenn wir da jetzt einen zweiten rausschicken, ne? Ja, dann schicken wir doch lieber in China einen rauf, damit wir da mal Alien-Aktivität entdecken. Da das Paniklevel senken können. Ja, ich möchte den Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Achtung! Weitere Zentren erforderlich. Achtung, in Asien sind keine Abfangjäger stationiert. Wir haben keine Abfangjäger in Reichweite dieser Satelliten. Wir können also kein Alienschiff abfangen, das wir entdecken. Wir sollten schnellstmöglich Abfangjäger auf diesen Kontinent verlegen. Aha. Mit der Stationierung des neuen Satelliten konnten wir die Abdeckung erheblich verbessern. Ich schlage vor, dass wir sofort mit der Suche nach Aliens beginnen. Ja, nicht ganz sofort. Ich würde... Kann ich nicht mehr... Menno. Na gut, dann suchen wir eben. Jawohl.
Hallo? Sie wollen damit sagen, dass wir das Leben unserer Truppen riskieren sollen, um eines dieser Dinger lebend zu fangen? Was? Ja. Ich fürchte, ohne ein lebendes Exemplar sind ich und mein Team am Ende unserer Möglichkeiten angelangt. Ja. Und wie sollen wir das Ihrer Meinung nach machen, Doktor? Die soeben abgeschlossene Autopsie hat ergeben, dass die Physiologie der Aliens der unseren recht ähnlich ist. Ein hochkonzentrierter Stromstoß aus nächster Nähe müsste neuromuskuläre Lähmungen auslösen, da die... Aus nächster Nähe? Und wenn das nicht funktioniert, ist es das Risiko wirklich wert? Ja. Wir kennen unseren Feind nicht. Wie sollen wir etwas aufhalten, das wir nicht einmal verstehen? Wenn wir eine dieser Kreaturen lebendig erwischen, könnten wir mit ihr in Kontakt treten. Und sie befragen. Herausfinden, was sie wollen. Von wo aus sie operieren. Ja, diese Aussichten rechtfertigen meiner Meinung nach alle Risiken. Ich kann eine sichere Einrichtung für die Unterbringung des Gefangenen bauen, aber ich habe keinen Schimmer, wie wir mit ihm kommunizieren sollen. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Also gut, ich spreche mit dem Commander. Ja, dann sprich doch mit uns. Xenobiologie, Forschung abgeschlossen. Ja, und was bringt uns das jetzt? Neues Forschungsprojekt. Neues Ziel, fange ein lebendiges Alien. Ja, warum nicht, ne? Ah, Forschungsbericht. Codename Möbius, Xenobiologie. Alien-Sicherheitstrakt zum Bau verfügbar. Aha, ja, das ist ja super. Ja, das lese ich jetzt nicht alles vor. Commander, basierend auf den Berichten von Dr. Wahlen würde ich vorschlagen, dass wir im Labor mit den Forschungen für die neue Waffe, den Pulsbogen, beginnen. Anschließend können wir die Pläne zur Fertigung in die Technikabteilung schicken und dann in der Kaserne eine unserer Truppen damit ausrüsten. Dr. Shen und das Technikteam warten zudem auf ein Okay für den Bau des Sicherheitstrakts für die Unterbringung des außerirdischen Gefangenen. Commander, in die Technik. Commander, in die Technik. Also wir sollen ein Alien fangen und den dann in einen Sicherheitstrakt unterbringen. Und den Sicherheitstrakt sollen wir jetzt erstmal bauen. Commander, sicher wissen Sie von Dr. Valens Anliegen, eines der Aliens gefangen zu nehmen. Ein guter Plan, aber leider hat sie nicht bedacht, dass wir keine Einrichtung besitzen, um ein lebendes Exemplar festzuhalten. Mit Ihrer Erlaubnis werden mein Team und ich mit dem Bau beginnen. Na klar. Einrichtung bauen. Offizierschule. Oh, deaktiviert für das Tutorial. Das ist ja blöd. Ja, dann bauen wir doch mal eine Einrichtung. Und zwar ein... Oh, ich kann im Tutorial gar nichts bauen. Nur so ein Alien-Sicherheitstrakt. Ja, dann bauen wir doch mal so ein Alien-Sicherheitstrakt. Dauer 7 Tage. Kosten 5 Energie, 85 Dollar. Ja, das kann man uns ja gerade noch so leisten. Danke, Commander. Ich melde mich, sobald die Einrichtung fertig ist. Supi. Dr. Wahlen möchte Sie sprechen, Commander. Zweifellos möchte sie Ihnen Ihren Plan persönlich erklären. Commander in die Forschungslabore. Oh, wir werden auch die ganze Zeit irgendwo anders hin kommandiert. Commander, sicher wurden Sie bereits über meine Anfrage unterrichtet. Mit Ihrer Erlaubnis können wir sofort mit der Forschung am Pulsbogen beginnen. Der Pulsbogen, oh, Priorität. Dank unserer neuesten Erkenntnisse über die Alien-Biologie könnt ihr ein Gerät entwerfen, das Außerirdische kampfunfähig macht, ohne sie zu töten. Ach, das ist doch was. Wenn unsere Einsatzkräfte ein Alien lebendig gefangen nehmen könnten, würde uns ein Verhör vielleicht neue Informationen liefern. Oder die Waffenfragmente, die uns dann auch eine neue Waffe... Ah, ich glaube, um voranzukommen, brauchen wir tatsächlich den Pulsbogen, damit wir ein Alien auch lebendig fangen können. Was haben wir hier? Deaktiviert. Na, dann müssen wir noch mit einem Tutorial auch bald durch sein, Commander, sobald wir den lebendig gefallen haben. Commander, zur Einsatzleitung. Lebendig gefangen. Haben. Na, dann wählen wir doch Einsatzleiter. Commander, wir empfangen Funksprüche, die auf UFO-Sichtungen in dem satellitenüberwachten Gebiet schließen lassen. Wir sollten schnellstmöglich damit beginnen, nach Kontakten zu scannen. Ja, machen wir doch. Ich habe gerade sowieso nichts anderes vor. Dann scannen wir doch mal. Und
Gleich ist der Pulsbogen fertig. Anscheinend zahlt sich der neue Satellit aus. Wir empfangen Signale eines schnellen UFOs. Wenn wir einen Abfangjäger losschicken, können wir es vielleicht abschießen. Ein UFO? Ja, aha. In Deutschland, Größe klein. UFO-Klasse nicht identifiziert. Ja, dann starten wir doch mal einen Abfangjäger. Und zwar, ich habe hier zwei. Dann nehmen wir den da. Wir haben Sichtkontakt zum Feind. Oh. Abfangjäger hat das Ziel UFO abgeschossen. Überwachung meldet Bewegung der Aliens an der Absturzstelle. Abfangjäger wurde bei dem Zusammentreffen schwer beschädigt. Oh. Bericht verlassen. Ja, muss ich da jetzt irgendwas machen? Also ich habe mal geklickt, aber weiß nicht, ob der darauf hingeschossen hat oder ob das sowieso schon war. Zentrale, hier ist Voodoo 37. Bestätige Abschuss von Boogie 001. Ich wiederhole, das UFO ist abgestürzt. Verstanden? Verstanden, Voodoo 37. Gute Arbeit. Central out. Also gut, Leute. Rekalibriert Satellit Bravo und zeigt mir ein Bild der Absturzstelle. Sie kommt jetzt in Sicht, Sir. Auf den Schirm. Vergrößern. Es ist unbeschädigt. Ja, wie? Commander, wir sollten sofort ein Angriffsteam zur Absturzstelle schicken. Ja, hätte Vorteile. UFO-Absturzort. Kontakt UFO 1. Ort Deutschland, UFO-Klasse nicht identifiziert. Na, dann schicken wir doch einen Sky Ranger los. Mit Soldaten. Scharfschütze, Soldat Gubbel, Soldat Bengu, Unterstützung und Sturm. Ja, da haben wir doch alle Klassen mal zusammen. Probieren wir doch. Moment. Der Sturm. Ventor, dann geben wir doch unseren Sturm die. Eine Nanopass-Weste noch mit. Der Unterstützer ist sowieso eher zurück, dann kann er auch noch mit Granate werfen. Unser Schwerer ist. Ja, mal gucken. Der. Ja, ich weiß nicht. Ich hab das taktisch jetzt noch nicht so raus, wer jetzt wirklich Granate werfen kann, weil hat ja auch nur begrenzte Reichweite. Aber wir starten nochmal in den Einsatz. Top-Leute. Strike One, bereit machen zur Landung. Ja. Beginne den Angriff. Unser Zielgebiet liegt nahe der deutschen Grenze. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Sollte es dort Zivilisten geben, halten sie sich hoffentlich fern. Operation Erster Hofnah. XCOM-Abfangjäger, ja, das haben wir ja miterlebt. Einsatzziele, finden Sie das abgestürzte UFO, durchsuchen Sie das Gebiet nach überlegenen Alien und machen Sie unschädlich. Vermeiden Sie möglich weiteren Schaden am UFO. Einige Komponenten könnten eine Bergung wert sein. Einsatz starten. Hier spricht Big Sky. Wir sind jetzt nördlich der Absturzstelle. Strike One ist in Angriffsposition. Verstanden, Big Sky. Wir überwachen diese Signale von hier aus. Strike One hat die Erlaubnis, das Alien-Raumschiff zu stürmen. Na, dann machen wir das doch. Und wo ist denn das gute Stück? Ja, das sieht doch schon noch was aus. Die Absturzstelle scheint direkt dort vorne zu sein. Wir sollten mit heftigem Widerstand rechnen. Schließlich wissen wir nicht, wie viele an Bord waren. Ja,
Nähert euch vorsichtig dem Raumschiff und versucht es zu stürmen. Also hier geht's ziemlich weiter und nach oben aber auch. Ja, wo müssen wir denn hin? Ich sehe hier ja so wenig. Könntet ihr mir mal eine Himmelsrichtung angeben, zumindest Osten, Süden? Also eher Osten, Norden oder was auch immer. Egal. So, unser Sturm. Sturmleut. Wer ist das? Ich kenne mich jetzt halt mit dem Symbol noch nicht so aus. Der hier sieht aus, als wäre er Unterstützung. Und der ist Scharfschütze. Das ist unser Kumpel, der ist heavy. Dann bist du der Sturm. Ja, dann stürmen wir doch mal nach vorne. Ist ja, mal hier so hin, da ist überall gut Deckung. Unser Kuppel. Gibt's irgendwo ein Dach, wo der draufsteigen kann? Bäume, auf die er klettern kann? Scheinbar eher nicht. Na, dann such doch Deckung hier hin. Bist du noch mal Unterstützer? Na, bleibst du doch mal eher zurück. Ja, weiß nicht. Kann man sich halbwegs verstecken. Hier so. Ah, dann gehst du doch mal hier hin. Machst mal ein Aufwärtsschuss. Du bist Scharfschütze. Ja, aber ist ähnlich. Du gehst mal hier hin. Nein, nicht Präzisionsschuss. Weltkosten. Ja, dann nimm doch die andere Waffe. Ja, jetzt kannst du Feldposten. Mit der Pistole kann er Feldposten machen. Das ist super. Alien-Aktivität, okay. Wir sehen sie noch nicht. Nehmen wir als erstes mal meinen Stürmer. Ich sehe aber hier auch so wenig. Ich sehe, dass man hier zwei Seiten gut gedeckt ist. Auto. Das sind irgendwelche Leuchtpünktchen. Aber hier scheint dann auch die Karte zu Ende zu sein. Also es scheint doch hier so, das hier scheint die Abschussstelle zu sein. Geht der Heavy doch mal geradeaus frontal drauf. Feuer öffnen! So, das sind sie ja. Wer warst du nochmal? Der Unterstützer? Noch mal hier hin. Kannst du schon schießen? Nee. Ja, dann mach doch mal den Feldposten. Da aus. Zumindest mal nach hier vorne. Dann kann er nämlich nächste Runde richtig geil snipern. Was machen die denn da? Okay. Ja. Sehr schön. Das hat man nicht getroffen. Nee, das gibt's wirklich nicht. Aber auf der ging daneben, aber jetzt ist die Deckung weg. Das ist schlecht. Das ist gar nicht gut. Unser armer Sturm. Was
unternehmen. Du gehst mal schleunig hier hinten auch in Deckung.